Wir reden heute über Smart Solutions, Büro der Zukunft. Und ich möchte einen kurzen Einblick geben, was uns bei der Entwicklung von diesen Raumkonzepten eigentlich als Grundidee begleitet. Das große, ich muss jetzt auch mal so ein paar Schlagwörter, die kriegt ihr hier sicher auf der Messe massiv genannt, mitteilen, Connecting Minds, Creating the Future. Das ist ja ein Megatrend, den wir jetzt seit mehreren Jahren erleben, dass weg von dem Einzelnen, der in seiner stillen Kammer auch dieses Klischee des Architekten, der mit dem Whiskyglas unter dem Ventilator am Samstagnacht die grandiose Idee hat und dann am Montag ins Büro kommt und das seinen Mitarbeitern mitteilt, das ist ja lang nicht mehr so. Wie erreichen wir maximale Performance durch Schnittfläche und durch Verknüpfung möglichst unterschiedlichen Ansätzen und unterschiedlicher Fachdisziplinen? Das treibt uns in der Architektur natürlich ganz wesentlich um. Und das nächste Thema ist auch schon gleich etwas, was hier auf der Messe und bei vielen der Bauaufgaben, die wir im Moment bearbeiten, eine große Rolle spielt. Die digitale Revolution. Was bedeutet das fürs Bauen? Das bedeutet zunächst einmal, dass wir gar nicht wissen, was es bedeutet, denn die digitale Revolution ist noch gar nicht angekommen. Im Moment arbeiten wir an einer Studie für eine resiliente Stadt. Das ist eine Stadt, die in sich alles so produziert und zur Verfügung hat, dass sie im Prinzip völlig autark funktionieren könnte. Es geht erstmal um den hehren Ansatz, lokal, regional, energieautark, natürlich auf Basis von erneuerbarer Energie zu agieren und diese Schnittstellen und die Synergien verschiedener Funktionen zu nutzen, nichts mehr separat zu sehen, sondern alles in Einheit und im Ausgleich und alles in einer möglichst geschlossenen Wirtschaftskurve. Sie hören schon, das sind sehr, sehr viele neue Ansätze, die da gedacht werden müssen. Und was uns am meisten beschäftigt, ist nicht mal eine technische Lösung. Das spricht erstmal für eine komplett andere Art des Miteinanders. Da geht es um ein ganz anderes Prinzip der Teilhabe. Was gehört denn eigentlich mir, was gehört dir, wenn wir über Urban Farming auf dem Dach reden? Und das machen wir für eine Region, für eine Nachbarschaft. Wem gehört denn dann dieses Dach? Und wenn wir über geteilte Mobilität sprechen, wer ist denn dann verantwortlich für das, was im Straßenraum passiert? Und was wir extrem feststellen, das sind keine Planungsthemen, das sind eigentlich große gesellschaftliche Themen. Und wir sehen an diesem kleinen Beispiel eigentlich, dass wir auf der Suche sind nach einer neuen Ethik. Wir leben im Moment in einer Zeit, in der die Gesellschaft den Aufbruch sucht und festgestellt hat, dass so wie bisher zu agieren nicht weiterführen wird. Und die großen Themen, die in dieser Zeit vorhanden sind, die müssen uns als Architekt natürlich umtreiben, weil wir als Architekten ja Lebensbilder für die Generation der nächsten 25 bis 50 Jahre abbilden müssen. Wir müssen Räume gestalten, die dieser im Aufbruch befindlichen Gesellschaft möglichst in 20 Jahren immer noch dienen. Und deswegen müssen wir uns damit beschäftigen. Was wir feststellen, sind Themen, die eigentlich erstmal in der Natur des Menschen begründet fast unveränderlich sind. Und wenn wir uns auf die verlassen, erreichen wir schon mal recht viel. Das ist, wie wir Räume begreifen, wie wir Abstände zueinander empfinden, was wir als angenehm, als nicht angenehm empfinden. Der menschliche Maßstab, das ist ja gerade aufgrund der technologischen Revolution wieder wichtig geworden. Während des 20. Jahrhunderts in all seinen Produktionsabläufen große Industriestrukturen brauchte, ist heute mein Büro, mein kleines Laptop, das habe ich hier in der Tasche. Und ich muss ja eigentlich gar kein Büro mehr haben. Die Frage ist, braucht es die Definition des Büros überhaupt noch? Technisch gesehen kann ich überall arbeiten. Ich brauche ein lebenswertes Umfeld, das mir möglichst Arbeiten erlaubt, das mir aber auch Optionen bietet, alles andere zu machen. Und was wir auch feststellen ist, wir haben einerseits den großen Trend nach immer fortschreitender Individualisierung und gleichzeitig trotz Technologie oder vielleicht sogar wegen Technologie ist der soziale Austausch, die Begegnungsfläche Stadt ja in den letzten Jahren eher noch gestiegen. Ich kann mich erinnern, vor 10, 15 Jahren, als die digitale Revolution gestartet hat, gab es eine große Diskussion bei Städteplanern, braucht es noch den Stadtplatz, braucht es eigentlich noch den öffentlichen Begegnungsraum Stadt? Und was wir festgestellt haben, ist, dass der
viel mehr noch gesucht wird. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Vor 10, 15 Jahren hatte ich das Gefühl, ich kann am Freitagabend noch ausgehen, ohne zu reservieren. In der Zwischenzeit ist es fast ein Ding der Unmöglichkeit geworden. Der Wunsch auszugehen, andere Menschen zu treffen, ist ungebrochen und verstärkt. Also wir suchen Lösungsmuster für individuelle Lebensformen und gleichzeitig maximaler sozialer Kontakt. Rückzugsräume, gleichzeitig komplette Offenheit. Und dieser Diskurs dieser beiden unterschiedlichen Atmosphären ist natürlich auch ein ziemliches wichtiges Motiv bei der Gestaltung von unseren Arbeitswelten. Nachhaltigkeit. Ich bin im DGNB seit 10 Jahren, 15 Jahren bald, und aus einer technischen Überlegung heraus ist ja eigentlich klar geworden, dass das ein eher sehr trauriger Begriff ist für genau diesen Wertewandel, den unsere Gesellschaft sucht. Die industrielle Biografie hat sich verändert. Wie ich noch groß geworden bin, Schule, Ausbildung, ein Beruf, das ist ja aufgelöst. Heutzutage sind Lebensbilder nach 50, 60 Lebensjahren nochmal neu zu denken durchaus üblich. Ich habe eine Freundin, die startet nach einer erfolgreichen Karriere als Dozentin nochmal ein Künstlerleben in Berlin mit Mitte 60. Das sind alles neue Formen. Diese Biografiemuster, die wir heute erkennen, sind aufgrund unserer demografischen Entwicklung etwas Neues. Gleichzeitig versuchen wir im Einklang mit der Natur und möglichst ohne ökologischen Fußabdruck für die zukünftige Generation auszukommen, was ja auch, wenn man es positiv sieht, die Erweiterung des Demokratiebegriffs auf die Zukunft bedeutet, was ich in dem ganzen Zusammenhang als extrem fördernd für eine neue Gesellschaftsdebatte sehe. So, das sind die großen Themen. Wir Architekten reagieren so. Das ist relativ kurz gesprungen. Das ist so die klassische Hybridlösung, indem wir wir fragen ja nicht, ob dieses Haus noch Sinn macht. Wir liefern ihm eine bessere, ein beruhigtes Gewissen, wenn er seine AAA-Geräte laufen lässt und sein drittes, viertes Laptop im Haus laufen lässt, dass der Energieverbrauch ja möglichst CO2-neutral passiert. Mehr nicht. Da müssen wir uns als Architekten hinterfragen und sagen, nein, in so einer im Moment im Aufbruch befindlichen Gesellschaft ist es zu kurz gesprungen. Das ist so ein, was wir vor 10 Jahren hatten, wo die LED-Beleuchtung kam und wir haben halt in Glühbirnenfassungen LED-Leuchten reingeschraubt, ohne zu begreifen, dass diese Technologie uns ganz neue Welten ermöglicht. Da stehen wir. Das sind die 17 SDGs, die Social Development Goals, und wenn man die sich durchliest, begreift man ja schon, dass das Ganze eigentlich ein Gesellschaftsmuster darstellt. Das hat ja nichts mehr mit technologischer oder klimaverbessernder Situation zu tun. Das ist eigentlich, ist es ja eine Charta für eine neue, dann in der Balance mit Mensch, Raum und Umwelt befindlichen Gesellschaft, die möglichst in Kreisläufen denkt. Und dieses große Anspruchsdenken, das dahinter steht, ist meines Erachtens notwendig, wenn ich über Architektur rede. Wir müssen begreifen, dass in dieser Suche nach einer digitalen Antwort auf sehr, sehr analoge, direkt befindliche Fragen große Megatrends im Moment uns gerade begleiten. Das ist auch durchaus begreiflich und erkennbar, während in unserer globalen Wertegesellschaft der lokale Wert zurückgedrängt war. In den letzten 10, 15 Jahren hat er heute eine große Beständigkeit und ist der Mehrwert einer Gesellschaft. Man will möglichst vor Ort sein Gemüse haben, man will eine lokale Firma haben. In dieser globalen Gesellschaft ist das, was ich örtlich habe, gibt ein großes Maß an Sicherheit und ist deswegen ein gleichzeitiger Schwung zu dieser globalen Entwicklung, die ich als Architekt begreifen muss. Das ist bei der Materialwahl, erleben wir das ja, dass viele Bauherren in der Zwischenzeit sehr, sehr viel Wert auf echte, ehrliche Materialien legen und gleichzeitig aber in der digitalen Welt absolut non- und state of the art sind, während es für uns vielleicht quasi konventionelle Materialentscheidungen gibt. So diese typischen zwei Pole, die es immer gibt in der Gesellschaft, die sind auch wesentlich in der Beurteilung von Bauaufgaben, weil es Trends sind, die meines Erachtens über Modeerscheinungen hinausgehen. Führt mich zu einem ersten, jetzt ganz speziellen Thema.
nach einer Grundsatzdebatte über die Nutzbarkeit, über die Notwendigkeit einer Bauaufgabe geht es natürlich in der Umsetzung da auch um die möglichst beste Umsetzung. Und da gilt für mich natürlich das vorderste Credo, dass ich bei der Materialwahl möglichst ressourcenschonend und energieschonend mich zu entscheiden habe. Und hier natürlich auch mit Materialwelten in dieser digitalen Gesellschaft dieses Gegenspiel, diese Ehrlichkeit, diese Direktheit, diese Tradition, dieses Stückchen Geschichte, das da alles mitschwingt, mit abbildet. Das ist ein Büro, das wir gestaltet haben in Hamburg für Geometry Global, also ein Konzern, der sich genau mit diesen digitalen Welten beschäftigt und der quasi schon archetypisch diese Art von sehr Basis und ein bisschen alt und ein bisschen gewachsen erscheinenden Bürowelt gesucht hat. Großen Wert auf Kommunikation legt natürlich. Und in dieser Kommunikationswelt der kompletten Offenheit, dann aber im Gegenzug diese Rückzugsorte und diese kleinen Inseln der Einsamkeit als Gegenpol für die Bürowelt angefragt hat. Ein ähnliches Thema steht ja auf dem Titel Alnatura. Möchte ich gar nicht konkret ausführen, was uns da im Einzelnen in den letzten 3 Jahren beschäftigt hat, aber das liegt genau in diesen Spannungsbildern dieser Themenpole, die ich eingangs erwähnt habe. Hier war die Aufgabe, dass wir zusammen mit Alnatura ein Gebäude entwickeln wollten, das komplett CO2-neutral ist und gleichzeitig aber hochkommunikativ, ein Einladungsort, ein Austauschort, ein Begegnungsort, weil in der ganzen Frage und Debatte um Material- und Energieeffizienz ging es uns hier auch um eine Flächendebatte und um eine Kulturdebatte, also ein Bürogebäude. Nochmal diese Frage, was ist denn heutzutage ein Bürogebäude? Wir kommen aus dem 20. Jahrhundert, in der haben wir das rein funktional beantwortet. Ein Büro hatte eine Aufgabe, haben aber den kulturellen Raum des Büros nie richtig begriffen. Das wurde hier anders von Anfang an gedacht. Wir hatten uns hier 10 Punkte als Kriterienkatalog für die Entwicklung von dem Gebäude aufgestellt. Die hatten gar nichts mit Architektur zu tun. Da ging es um kultureller Mehrwert. Da ging es um die Wertschätzung von Arbeit, um den Respekt Arbeit gegenüber. Da ging es bei der Materialwahl natürlich um energieneutral, nachwachsen und ressourcenschonend. Und das war eigentlich ein spannender Prozess, dass man gerade mit einem Bauherrn, das für sich selber baut, diese Begrifflichkeit natürlich ganz anders definieren kann und in der Entwicklung zugrunde legen kann, als wenn ein Büro als Funktionsgebäude für einen Investor entsteht. Flexibilität heißt ja meines Erachtens nicht eine quasi charakterlose Anpassungsfähigkeit. Flexibilität heißt in dem Zusammenhang immer, dass ich Veränderlichkeiten im täglichen Arbeiten oder sagen wir mal im zeitgeistigen Arbeiten erkennen muss, aber grundlegende Charakteristika, die es immer geben wird, brauche, um Identität zu schaffen. Das ist gutes Licht, das sind gute Blickbezüge, das ist eine fantastische Luftqualität, eine gute Akustik. Und alles andere sind Mode und zeitgeistig unterworfene Konstellationsfragen. Das ist praktisch wie ein Anzug, den ich mir alle 3-4 Jahre neu kaufen sollte, weil die Mode sich wandelt. Aber als Mensch und als DNA von dem Gebäude bin ich gleich. Und das war Teil dieser Aufgabe. Wir haben uns hier natürlich dann im Rahmen unseres Studios sehr intensiv mit diesem Thema Recycelfähigkeit beschäftigt. Wir hatten hier, das verlässt dann auch irgendwann die Kompetenz eines Architekturbüros. Und wir hatten hier mit der TU München einen Kooperationspartner am Institut von Thomas Auer, wo wir alle unsere Materialentscheidungen von der Produktion bis zum End-of-Life-Szenario geprüft haben. Wie viel Energie steckt da drin in die Nutzungsenergie? Und dann die Wiederverwertungsenergie, um Aussagen treffen zu können, ob ein CO2-neutrales Gebäude überhaupt möglich ist. Ich kann das heute mal behaupten, obwohl geprüft werden muss es. Das Gebäude steht im Monitoring, da sind auch wir Architekten, dürfen wir gar nicht so laut auf die Automobilindustrie schimpfen. Auch sehr oft Teil des Problems, dass wir Gebäude entwickeln, die in der Planung fantastisch performen könnten in der Simulation, aber in Realität ganz andere Zahlen liefern. Um das hier auszuschließen, haben wir das Gebäude natürlich jetzt in der Überwachung. Und was uns bei all diesen Prozessen natürlich interessiert hat, war, dass wir bei
den Gedanken zur Recycelfähigkeit, zu Downcyclen, Upcycle-Prozessen immer wieder erkannt haben, dass natürlich Downcyclen, also jetzt wenn ich das Holz irgendwann mal in Pellets verwandle und dann wieder verfeuere, habe ich ja die gesamte CO2-Bilanz des Gebäudes oder dieses Bauzustands versaut. Und dass es viel sinnvoller ist, ein Gebäude aus Holz so zu bauen, dass der Holzträger Holzträger bleiben kann. Das war eine Erkenntnis. Und da ist man dann überrascht, wenn man sich mittelalterliche Städte anguckt, wie gut die das damals gemacht haben. Ein Fachwerkhaus ist nichts anderes als eine einzige Ressourcen- und Rohstoffquelle. Und jeder Träger, der da verbaut ist, kann im Prinzip rückgebaut werden und wird wieder als Träger verwendet. Und nicht dann zum Schluss, wie bei uns, geschreddert oder in den Wertstoffkreislauf gesetzt. So, das waren alles Erkenntnisse, die aus dem Prozess Arbeiten Alnatura bei uns gewachsen sind. Ein weiterer war, dass örtlich gefundener Lehm ein fantastischer Baustoff ist, der physikalisch wunderbare Eigenschaften hat, hat einen Feuchtigkeitsdurchgang, der 1:1 ist. Das bedeutet, Lehm schimmelt nicht, kann nie schimmeln. Der trocknet und feuchtet genauso schnell aus, wie er vice versa das tut. Er liefert akustische Beiwerte, hat aufgrund seiner reinigenden Wirkung in der Oberfläche ein tolles Raumklima. Und wir hatten uns dann, nachdem die Entscheidung Lehm getroffen war, auch zusammenzufinden mit einem, der es konnte. Das war Martin Rauch aus dem Vorarlberg. Ich konnte zu dem Zeitpunkt kein Lehm. Ich konnte das begreifen, was man damit machen kann. Aber Lehm bauen bedeutet auch großes handwerkliches Geschick mitzubringen. Das haben wir uns in einem Jahr mit Martin Rauch dann erarbeitet. Und haben das erste Mal weltweit einen Stampflehmstein mit einer geothermischen Heizung entwickelt. Weil wir festgestellt haben, wir können mit dem Lehm dieses Gebäude im Sommer wunderbar kühlen und die Tag-Nacht-Ausgleiche zwischen Nachtkühle und Tagwärme ausbalancieren. Aber im Winter wird uns das Gebäude auskühlen und deswegen kam eine geothermische Heizung rein. Und diese Welt, die dann dort entstanden ist, diese haptische Welt, diese analoge Welt, das ist etwas, was auf unglaublich Gegenliebe jetzt bei den Nutzern stößt. Das ist ja nicht so, dass die lesen ja nicht die Beiwerte durch und die Kennblätter und man schreibt, legt den auf den Tisch und sagt, ihr habt jetzt ein CO2-neutrales Haus und was habe ich davon so in etwa? Diese gelebte Nachhaltigkeit, die in diesem Gebäude sitzt, der Mehrwert, der durch so eine Fassade entsteht, allein der Geruch, allein die Art des Raumklimas, allein die Akustik, die in so einem Gebäude entsteht aufgrund dieser Materialwart, ist etwas, was der Nutzer, also jetzt hier der Alnatura-Mitarbeiter, jeden Tag spürt. Auch was dort gemacht wurde für Tageslicht, wie sorgsam Blickbezüge aufgebaut worden sind, um eine große Arbeitswelt möglichst auszubalancieren, dass ein privates Fenster nicht mehr privates Fenster bleibt und jemand, der tiefer in der Einheit sitzt, sein Fenster immer größer wird und dass die Hierarchien, die dann in so einer offenen Bürolandschaft sehr leicht entstehen können, dass die von vornherein auch mit berücksichtigt wurden. Das habe ich noch nie erlebt. Was ich gelernt habe, seit 20 Jahren baue ich Bürogebäude von der NordLB in Hannover. Das war das erste mit einer eingelegten Bauteilaktivierung über Unilever in Hamburg, direkt vorne am Wasser. Ich habe viele Themen dieser bürozeitlichen Entwicklung erlebt und was jedes Mal eine Erkenntnis war, dass der Wandel allein für die Mitarbeiter schwierig ist und es eine Zeit lang dauert, bis das Neue adaptiert wird. Bei Alnatura war das komplett anders. Da war vom Tag 1 reine Zustimmung. Und die kamen auch von Einzelbüros. Und das liegt meines Erachtens daran, dass die begriffen haben, dass hier nicht nur architektonische Werte geschaffen worden sind, sondern für sie definitiv ein Mehrwert im täglichen Arbeiten. Und für mich ist in dem Zusammenhang auch Nachhaltigkeit und angemessene Bauweise nicht verbunden mit räumlicher Reduktion, mit Verzicht. Hier geht es eher darum, dass jeder Quadratmeter gebauter Umwelt möglichst maximalen Wert liefern sollte und wir das so weit getrieben haben, jetzt keine abgehängten Decken, nichts drin, da wurde nichts gebaut, was nicht wirklich wirksam ist und dem Nutzer zur Verfügung steht. Und so konnten wir natürlich auch die Investitionskosten von dem Gebäude niedrig halten. Das hat genauso viel gekostet wie ein klassisches Investitionsbürogebäude hier in Frankfurt. Die Bürowelten innen drin sind sehr, sehr einfach und schlicht, wie ein kleines Dorf gedacht. Wir haben hier die Erschließungsbrücken und Wege, wir nennen die schönen Treppen, weil die gelöst sind von den Zwängen einer Fluchttreppe. Die führen zu Teeküchen, zu kleinen Dorfplätzen.
Ich verbiete unseren Architekten immer, wenn wir ein Bürogebäude planen, überhaupt das Wort in den Mund zu nehmen. Ich sage, das sind 500 Leute, jetzt mach mal ein Dorf für 500 Menschen. Wie müssten denn 500 Menschen, was müsste man in einem Dorf für Situationen geben? Es gibt den Dorfplatz, es gibt den Kirchplatz, es gibt den Rathausplatz, es gibt die kleine Einkaufsstraße, es gibt die Kneipe am Eck. Und aus diesen Themenwelten heraus ist es sehr viel einfacher, Rückschlüsse zu liefern auf Büroarbeitsplätze. Weil was wir uns auch nie vormachen dürfen, wir kommen aus einer Zeit, und jetzt komme ich wieder auf das 20. Jahrhundert, große Strukturen, in denen wir über Arbeiter gesprochen haben, über Büromitarbeiter, über die Werktätigen, über die Akademiker, über große Gruppen. Unsere Gesellschaft ist so durchdiversitiert, dass wir heutzutage müssen wir über Einzelne sprechen. Wir haben dort 500 Individuen sitzen und der hat jeder ein unterschiedliches Lebens- und Spannungsbild im Laufe des Tages und dementsprechend können wir nur unterschiedliche Situationen anbieten, in der Hoffnung, dass jeder dort einen Raum findet, der ihm gefällt. Das konnte man in den letzten Jahren deutlich beobachten, der Wandel des Anspruchs an unsere Arbeitsumfelde. Das Gleiche, was wir in der Automobilindustrie erleben. Ich bin noch groß geworden, ich war froh, wenn ein Auto gefahren ist. Klimaanlage war kein Zwang. Wer kauft heute noch ein Auto ohne Klimaanlage? Unser Anspruchsdenken ist ja bei gleichzeitigem Wunsch, möglichst energetisch immer besser zu werden, gestiegen. Und das Gleiche erleben wir in den Arbeitswelten. Die NordLB bei mir, da ging es noch um das Thema effektive Arbeitswelten, Schaffung von effektiven Arbeitsplätzen. Das musste passen. Unilever, da ging es weiter. Natürlich ging es dann um Kommunikation, können wir uns alle daran erinnern. Vor 10 Jahren das große Thema, Marktplatz, Büro. Und dann gab es die Debatte, dass dieser Marktplatz, das spielerische die Büro natürlich auch sehr, sehr viele Nachteile hat. Ja, man zwingt den Menschen kreativ zu sein, ist das richtig? Und die Flucht ist nicht sinnvoll, dass der Mensch, wenn er nach Hause kommt, eine andere Welt vorfindet als im Büro. Geht es um den Respekt arbeiten, um diese Zeiträume, 8 Stunden, Konzentration. Und deswegen ist heutzutage vielmehr das Regenerative in der Architektur und in der Bürowelt Thema geworden. Es sind aber nicht die anderen verschwunden. Wir müssen natürlich hochkonzentrierte Arbeitsumfelde schaffen, die kommunizieren können, die Gemeinschaft fördern, Connecting Minds, Creating the Future, aber gleichzeitig ist die Regeneration, also die Erholung, durfte ich vor 10, 15 Jahren einem Vorstandsvorsitzenden noch nicht sagen, ist ein Thema geworden. Also die Qualität des Arbeitsumfeldes gleicht sich, wenn ich das jetzt weiter denke, ja an was immer mehr an? Wohnumfeld. Nach wie vor. Und es stellt sich dann sehr schnell wieder die Frage, bauen wir noch Büros? Nein, wir bauen keine Büros mehr. Eigentlich bauen wir immer Lebensräume. Und ob da drin gewohnt oder gearbeitet wird, ist quasi schon irrelevant. Wir haben hier für ein Projekt in Hamburg, House of Life, eine Möglichkeitsspirale. Da war gar nicht mehr viel an Definition anders drin, als dass man unterschiedliche Stimmungsbilder, unterschiedliche Atmosphären anbietet, unterschiedliche Situationen ermöglicht und die Definition von Raum komplett außen vor lässt. Raum entwickelt sich. Im Idealfall ist er sogar teilweise digital. Da geht es um Caves, da geht es gar nicht mehr um die Wand, da geht es nur noch darum, eine Bühne zu schaffen. Eine Bühne, auf der der Mensch jeden Tag neue Aufführungen stattfinden lassen kann. Und wenn er sich entscheidet, dass das Zellenbüro für ihn eine gute Aufführungsmethode ist, dann ist das auch in Ordnung. Das sind sehr spannende Gedanken und die sind natürlich auch verknüpft mit einer weiteren großen Aufgabe, die wir als Raumgestalter vor uns haben. Das ist etwas, was wir in der Ressourcenbetrachtung vollkommen außen vor gelassen hatten. Das ist der Raum. Wir haben im Moment 7,5 Milliarden, Tendenz geht auf 9 Milliarden Menschen auf der Erde. Wir haben, wenn man dann die nutzbare Erdoberfläche als Verhältnis dazu setzt, ungefähr 2000 Quadratmeter Erdoberfläche für alles. Das ist eine endliche Ressource, die Erde kann ich nicht aufblasen. Ich brauche 2000 Quadratmeter für Nahrung, für Treibstoff, für Kleidung, fürs Bauen,
für die Infrastruktur. So, wir in Deutschland sind so bei 6,5, 7.000 Quadratmeter. Natürlich zu viel. Wenn wir das Ganze ernst nehmen, muss diese Ressource natürlich auch besser genutzt werden. Das sind für uns Diskussionen, die wir sehr oft mit Baubürgermeistern führen, dass wir hier ein Bild von New York, kennt jeder die Situation, so ein kleiner Laden da unten, der ist in der gesamtökologischen Bilanzierung auf die Gesellschaft, was viel relevanter ist als auf die Quantität, auf den Menschen, viel, viel effektiver als ein Passivhaus bei uns auf dem Land. Weil der natürlich bezogen seine Nutzung, das Verbrauchen von Raum, Materialressource, Energie, so viel mehr Menschen zur Verfügung stellt, als das ein einzelnes Gebäude, das vielleicht quantitativ 15 Kilowattstunden pro Quadratmeter ein Jahr verbraucht, bei uns liefert. Fläche, 24 Stunden am Tag genutzt, das ist natürlich dann die Königsdisziplin. Und das gibt ja schon die ersten Strukturen. Gruner und Jahr hatten wir ein Projekt in Hamburg, da sollte das komplette Foyer ein Stück Stadt sein. Da hatte man diese Trennung zwischen Innen und Außen, zwischen Bürowelt und Öffentlichkeit komplett aufgehoben. Auch aus den Gründen, dass natürlich irgendwann die Rechtfertigungsdebatte kommt. Ja, wieso könnt ihr euch denn als Unternehmen so ein großes Stück Stadt an so einer prominenten Stelle nehmen? Ihr müsst was zurückgeben. Ihr müsst einen Ort schaffen, der 24 Stunden aktiv ist. Und da merkt man ja in der Debatte schon, dass diese Ressourcen, Diskussion, die steht noch ganz am Anfang, wird aber verschärft werden, jetzt allein schon über die Ressourcenknappheit, Fläche, auch verbunden mit Materialknappheit, Beton. Wir hatten letztes Jahr das erste Jahr ohne Bausand. Und alles zusammengefasst kann man sehr deutlich eigentlich sehen, es sind die zwei großen Megatrends, die in der Architektur uns antreiben. Das ist einerseits das sehr deutsche Denken, dass wir durch bessere Technologie, durch Smart Technology, Lösungen für eine CO2-neutrale Zukunft haben. Die andere Situation vereinfacht, wir reduzieren unsere Ansprüche. Angemessenheit ist die große Diskussion. Einfach bauen. Weder das eine noch das andere wird ein Ergebnis alleine bringen. Ich bin 100% überzeugt, es braucht beide Welten. Wir müssen smart an Materialentscheidungen rangehen. Das bedeutet nicht, dass die technisch aufgepimpt sind, sondern sehr intelligent überlegt, welches Material macht denn überhaupt Sinn für welche Aufgabe. Und dort, wo bar jeder Technologie uns dann eine Bau-, eine Material-, eine Orientierung-, eine Nutzungsentscheidung, die 24 Stunden am Tag sinnvoll, aktiv Teil der Gesellschaft werden kann, schöne, menschlich, maßstäblich gefolgte Räume mit gutem Tageslicht, guter Akustik liefert. Wenn das alles erledigt ist und wir stellen fest, dass wir sogenannte Performance Gaps haben, Tage im Jahr, wo das Haus nicht funktioniert, bei Alnatura war es der Winter, gibt es andere Situationen, da sind es andere Themen, dann mit Hightech natürlich verbessern. Und diese Hightech, das dürfen wir auch nie außer Augen lassen, ist im Zeitpunkt des Einbaus schon veraltet. Das ist wie ein Handy, wenn Sie in den Apple-Shop rausgehen, gekauft, gefreut, draußen schon veraltet. Und das ist bei allem, was wir in unsere Gebäude reinsetzen, genau das Gleiche. Deswegen müssen die additiv sein, man muss drankommen, die dürfen nicht Teil des Grundgerüsts, des Skeletts der Architektur werden, damit die auch wandelbar sind. Wenn wir über Mikroklima und Nutzung von Mikroklima reden, müssen wir auch ein bisschen ein neues Mindset machen. Das Passivhaus, ich hoffe, hier ist niemand aus Darmstadt, ist per se eine blöde Idee. Passiv, allein schon das Wort. Wir haben hier in Mitteleuropa, in Deutschland, haben wir 80% aller Tage sind fantastische Bedingungen, um zu leben. Und zwar ohne Kühlung und ohne Heizung. Und das nicht zu nutzen, ist Blödsinn. Wir müssen Mikroklima aktiv in alle unsere Überlegungen mit einbeziehen. Und wir müssen, wenn wir über Smart Technologies reden, erstmal grundlegend einfache Baumaterialien heutzutage mit Smart Technologies ganz neu denken. Wir kommen ja aus einer Zeit, ich bin auch groß geworden, in der die Serie günstig war. Eine Fenstergröße hat man bestellt, deswegen sieht unsere Architektur auch so aus, wie sie aussieht. Und dann konnte man da, wenn man 3.000, 4.000 Scheiben holt, ist günstiger. Neue Industrie, Rapid Prototyping, die ganze technologische Entwicklung erlaubt uns permanent kleine Prototypen zu denken. Wir können das Serielle verlassen. Das hat nichts mehr mit dem Geld zu tun.
Ich kann ein Haus mit 50 verschiedenen Fensterformaten ausstatten für den gleichen Preis, weil die Fertigungsindustrie uns das zulässt. Das war ein Schema, das wir gemacht haben für die Entwicklung eines nachhaltigen Pavillons. Und wir haben uns natürlich nicht nur mit der Entwicklung der Architektur beschäftigt, sondern wo kommt es her? Was sind denn das für Transportkosten, die da anfallen? Was mache ich denn, wenn die Nutzung sich verändert? Wie fertige ich das? Wie schnell kann ich das fertigen? Kann ich eine Materialentscheidung wieder neu revidieren, indem ich neue Fertigungstechnologien anbringe? Und selbst wenn man jetzt mal sagt, ich baue das Ganze mit nachhaltigen Rohstoffen, Ton und Holz, ist da noch lang nichts erreicht, wenn ich nicht dran gedacht habe, dass der LKW, der da zwischen Schwarzwald und Norddeutschland hin und her fährt, im Lebenszyklus extrem viel Energie verbraucht. So, das ist so ein Diagramm, das uns die Industrie 4.0 ermöglicht, dass, wenn wir heute planen, es viel sinnvoller ist, zusammen mit dem, der das baut, von vornherein diese gesamten Herstellungsprozesse mit einzubinden und nicht mehr so, wie wir es bisher gemacht haben, planen, ausschreiben, vergeben, der günstigste kriegt, dann wird dieses Ergebnis einer CO2-neutralen Zukunft nie erreichbar sein. So, das war hier ein Holzpavillon mit minimalem Materialverbrauch. Wir haben da die Hölzer auf 4 mm runtersetzen können aufgrund von neuer Fertigungstechnologie. Ich möchte jetzt mit dem Bild aufhören. Zum Schluss geht es nur darum. Wir müssen dem Einzelnen eine Umgebung schaffen, die ihn so emotional mitnimmt und so viele menschliche Grundbedürfnisse erledigt, dass die nie verändert werden soll. Dass er den kulturellen Mehrwert dieses Orts begreift, das ist das Beste, was einem als Architekt passieren kann, dass die Menschen auf die Straße gehen, wenn das Gebäude abgebrochen werden soll. Dann ist ein maximales Ergebnis da. Dankeschön. Du hast jetzt gerade auch schon einen ganz schönen Bogen gefunden vom menschlichen Maßstab, den hast du am Anfang schon erwähnt, jetzt am Ende auch quasi. Und du hast aber auch von Mode und Zeitgeist gesprochen, die durch die Architektur immer so durchgehen sozusagen und kommen und gehen. Was tut ihr, um diese Moden zu entlarven und sie dann nicht zu benutzen vielleicht? Na, ich habe erstmal, gegen Moden habe ich gar nichts. Man darf nur mit der Mode nicht verwechseln, dass man darf der Eitelkeit nicht verfallen, dass die Mode dauerhaft ist. Und man muss dann seine Architektur kontrollieren, ob die Bar dieser Mode und zum größtenteils sind es Ausstattungsfragen, immer noch funktionieren wird. Und wenn ich diese Grundfunktionen, die ich da eingangs erwähnt habe, über Licht, Ausblick, Tageslicht, Maßstäblichkeit einigermaßen erfüllt habe, dann ist mir das mehr oder weniger egal, ob da jetzt ein pinkfarbener Schreibtisch drinsteht oder ein gelber und was da an Ausstattung kommt. Das ist ja auch das Schöne, dass gute Architektur anpassbar bleibt und sich auch anpassen kann und auch veränderlich wird über solche. Aber du meintest auch letztendlich die technologischen Moden, die es da gibt, oder? Das ist was anderes. Ja. Die Technologie ist für mich, okay, eine Technologie ist für mich keine Mode. Das ist, das ist so, wir versuchen so ranzugehen. Wenn wir anfangen, ein Haus zu denken, dann denken wir dieses Haus ohne jede Technologie. Wir setzen uns die Aufgabe so, wir haben jetzt hier eine Schule zu bauen und es gibt keine Energie mehr. Wir befinden uns im Jahr 1830. Wie würde man dann da bauen? Und dann kommt man erstmal auf ganz einfache Lösungen. Das ist ja fast eine verschüttete Architekturentwicklung, dass man weiß, wo der Eingang liegen muss, wo ist die Himmelsrichtung, wo kommt der Wind her, wie oft regnet es in dem Gebiet. Das schauen wir uns inzwischen aber auch schon mit Klimaprognosen an. Was haben wir für eine solare Einstrahlung? Wie nutze ich erstmal maximal das, was ich dort vorfinde, um eine Grundstruktur zu bauen, die ohne jede Energie funktioniert? Und dann, was ich dann brauche, das ist für mich, jetzt kommt Technologie, nicht als Mode, aber als Entwicklungsschritt. Wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt eine LED, die ist im Moment so hoch, die hat trotzdem noch eine komplette Kabelinfrastruktur. Das setze ich so drauf, dass die kein Teil dieser ursprünglichen Architekturentwicklung wird. Das muss dann jederzeit wieder rückbaubar sein, ohne dass ich die Grundsubstanz geändert habe. Weil das ist der einzige Punkt, den ich hier aus der Erfahrung unserer Zeit sagen kann. Wir leben in einer extrem veränderlichen Welt, aber trotzdem sind Altstädte immer noch sehr beliebt, weil die diese Grundstruktur liefern. Die sind gebaut worden ohne Technologie und deswegen menschlich in Ordnung. Und ich kann nur insofern einigermaßen sicher sein, dass mein Gebäude in Zukunft immer noch genutzt wird, wenn ich diese Grundstrukturen liefere.
liefern. Das heißt, eine Planung bei euch darf ich mir vom Prozess her so vorstellen, dass ihr erst untersucht, was architektonisch und vom Material her, von den Ressourcen her und so weiter machbar ist. Dann wird das Ganze simuliert vielleicht, um zu schauen, ist das überhaupt noch zeitgemäß für uns? Und dann wird noch eine Gebäudetechnologie oder Technik reingepackt, um das dann auszugleichen, was eben auszugleichen ist, oder? Ja. 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 Habe ich da gut verstanden. Ja. Wie ist das denn bei Alnatura jetzt gewesen zum Beispiel? Da möchte ich mal ganz kurz drauf eingehen. Diese freien Räume, diese freien Büroräume, du sagst, ihr seht es gar nicht mehr als Büroräume selbst, sondern wirklich als kleines Dorf für diese Menschen, die dort sind. Aber auch in dem Dorf gibt es Häuser, in die man sich zurückziehen kann. Kann man das dort auch? Ja, wir haben so einzelne Cabins, wir haben so Rückzugsorte. Wir haben Alkoven. Wir haben schon diese kleinen Orte adressiert. Das ist auch wichtig. Das soll ja gar keine Wertung sein. Es gibt ja viele Menschen, die das nicht schätzen, das Große. Und das darf man ja nicht als qualitative Abwertung sehen. Das muss dort möglich sein. Und dementsprechend wurde das Haus gebaut und entwickelt. Und dementsprechend fühlt sich dann auch relativ ein großer Prozentsatz wohl. 100%ige Zufriedenheit kriegt man nie hin. Aber trotzdem, was ich als Feedback bekomme, und wir sind da Teil des Intranets, also da kommt wirklich dann auch jede Kritik, Lichtschalter geht nicht und Sockelleiste ist verkratzt und so, landet bei uns, ist das beeindruckend wenig. Und wir haben ja heute Morgen einiges zur Digitalisierung auch gehört. Jetzt ist Alnatura natürlich auch eine Firma, die da wahrscheinlich sich eher zurückhalten möchte mit diesen Dingen, könnte ich mir vorstellen zumindest. Aber wie viel Digitalisierung steckt letztendlich in so einem Gebäude drin? Also im Planungsprozess brutal viel. Ohne Digitalisierung hätten wir, sagen wir mal, viele Materialentscheidungen so nicht treffen können. Im täglichen Doing, auch das ist ein Haus, das digital kontrolliert und übersteuert wird. Also wir haben eine Nachtluftspülung, das funktioniert auch nicht mehr ohne Sensorik. Das Gleiche, wir haben einen Erdkanal und dieser Erdkanal, der liefert auf natürlichem Weg aus dem angrenzenden Wald die Zuluft. Wir nutzen den Wald, weil am Wald gibt es Verdunstungskälte. Ich habe hier vorgekühlte Luft, führt über den Erdkanal langsam in Schrittgeschwindigkeit ins Haus. Und das Haus ist so gebaut, und es war auch alles nur digitale Simulationsprozesse möglich, dass aufgrund des Oberlichts ein warmer Kamineffekt entsteht, ohne dass dieser warme Luftteppich, der dann unterm Dach hängt, in die Nähe von den Mitarbeitern kommt. So, und wenn das nicht funktioniert in Versionswetterlage, dann schalten sich natürlich Automatismen an. Wir haben CO2-Warnsysteme im Haus. Sagen wir mal, die Überwachungstechnologie, um ein nachhaltig, fast nicht mehr automatisiertes Gebäude kontrollieren zu können, die braucht's. Die haben wir auch. Ja. Aber was die Arbeitsplätze selbst angeht, ich meine, es gibt ja mittlerweile auch Buchungssysteme für diverse Clean Desk und was nicht alles, da ist es noch relativ klassisch, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist relativ klassisch. Die haben natürlich auch bei der Belegungsrate eine sehr konservative Zahl angenommen, weil sie auch Angst hatten, wie viele Unternehmen, obwohl die Realität anders aussieht. Die haben, glaube ich, auch nur 70% im Haus. Ohne Krankheitsfall aufgrund von der ganzen Fluktuation oder nicht Fluktuation von den ganzen Arbeitsfeldern. Trotzdem haben wir 85% gebaut. Da ist Alnatura ein bisschen konservativer als vielleicht andere Unternehmen. Die Digitalisierung wird aber nicht als Gegner verstanden oder als Thema, mit dem man sich nicht beschäftigt, aber es ist nicht der Motor in ihrer Entwicklung, so rum. Gibt es Fragen an Martin Haas? Nochmal vielen Dank für den schönen Vortrag, es war sehr spannend. Eine Frage bei dem Interior Design, die Möbel, die Sie sozusagen ausgewählt haben, haben Sie da auch nochmal die CO2-Bilanz gezogen oder darauf geachtet, dass die Stoffe entweder recycelt sind oder? Also war das ein Auswahlkriterium oder war da sozusagen Beliebtheit, Mode etc. das Thema? Wir haben bei den Teppichen, bei den Vorhängen, bei allem, was wir direkt mit der Architektur verbinden, haben wir eine CO2-Bilanz erstellen lassen und haben uns Cradle-to-Cradle-Zeugnisse soweit vorhanden auch vorlegen lassen. Bei den Möbeln war zu dem Zeitpunkt der Ausstattung kaum was auf dem Markt.
das in der Größenordnung und in dem Anspruch vorhanden war. Das ist eine riesen Marktlücke. Also ich kenne noch wenig Hersteller, die sich da so auf den, ich kenne ein paar, die nenne ich jetzt aber nicht, aber so ein vollumfängliches Möbelprogramm, das nach Cradle-to-Cradle-Kriterien entwickelt wurde, gab es zum Zeitpunkt 2016 nicht. Und das war die Entscheidung für die Ausstattung. Hat sich aber in den letzten zwei Jahren einiges getan, das weiß ich. Und das ist ja auch rückbaubar in dem Sinne, was die Innenausstattung angeht, ja, und erweiterbar. Genau. Ja. Prima, gut. Vielen Dank, Martin Haas, für den schönen Vortrag. Dankeschön.